Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Beyond Two Souls. Wie andere Mädchen heißt die nächste Episode, also diese Episode. Ich habe nein gesagt, keine Widerrede. Bitte Nathan, nur dieses eine Mal. Und es geht los. Alle Mädchen aus meiner Klasse gehen und es wird nicht spät, ich verspreche es, okay? Du verschwendest deine Zeit, Jodie. Das ist nicht fair. Wieso dürfen alle anderen gehen und ich nicht? Ich tue immer alles, was du willst. Wirklich immer. Und nie darf ich was mir gefällt. Zum 100. Mal, du bist nicht wie alle anderen und wir haben hier Regeln. Ich will doch gar nicht anders sein. Ich will nur ausgehen und Freunde haben, genauso wie alle anderen Mädchen. Du wirst immer anders sein. Du musst dich daran gewöhnen. Gute Nacht. Ich bin nebenan. Sag mir, wenn du was brauchst. Echt so. Aber das kann ich schon verstehen. Dass man, wenn man immer nur hier drinnen hängt, dass man ja auch irgendwann mal raus will. Bringt aber auch nichts. Ich hab keinen Bock. Es ist Samstagabend und ihr sperrt mich hier ein. Komm, ich will doch nur ausgehen und auch mal feiern. Es geht nicht, Prinzessin. So sind die Regeln. Ich hasse dich, Cole. Und ich hasse Nathan. Und ich hasse alle in dieser verfluchten Krankenbasis! Ich weiß, du meinst das nicht, Jodie. Nathan will dich nur beschützen, sonst nicht. Ja. Vielleicht haben sie recht, aber irgendwann. Na gut, wir wissen ja, wie das bisher geendet ist, wenn wir rausgegangen sind. Nicht gut. Können wir E-Gitarre spielen? Das ist ja richtig geil. Yeah! Ist ja geil. Richtig geil, Alter. Oh. Und er ist schon drauf. Geil. Tja, manchmal muss man halt seine Wut raushauen. Und ja, mit Metal geht das am besten. Muss man einfach zugeben. Was haben wir da hinten noch? Können wir jetzt eigentlich zu einem springen? Wir wollen hier raus! Schluss damit, Jodie. Das bringt dir doch absolut nichts. Du gehst nicht. Basta. Schade. Bett von das. Oh Mann, Jodie ist richtig sauer.
sollst einen doch nicht benutzen, wenn du wütend bist. Mich das will. Genug. Das nützt dir rein gar nichts. Na doch, ein bisschen Dampf ablassen reicht das schon. Geh jetzt aufs Klo. Warum kann man nicht auf Toilette gehen? Toll, das bringt es ja viel. Was sollen wir jetzt machen? Hey, komm endlich runter, okay, Jody? Ja, toll. Was soll man hier alleine machen? Dies ist langweilig. Dann schenk mir wenigstens eine PS4 oder so. Mit Assassin's Creed Syndicate. Dann haben auch keine Langeweile. So, ich weiß, was können wir jetzt machen? Vielleicht die Kameras ausschalten? Aber mit Aiden hier auch nichts machen. War's das jetzt? Bist du stolz auf dich? Ich hoffe es. Denn morgen wirst du das alles aufräumen. Oh, Schluss jetzt, Aiden. Es ist ihnen scheißegal, wenn wir die Bude auseinandernehmen. Wenn das nicht klappt, müssen wir uns was anderes überlegen. Ja. Ja, sie hat sich beruhigt. Sie hat das ganze Apartment verwüstet, aber jetzt ist Ruhe. Okay. Ja. Tja, muss es halt so gehen. Obwohl das jetzt nicht gerade der beste Weg ist, finde ich. Es tut mir so leid, Cole. Ich hasse mich selbst dafür, aber... Oh, wie ich das immer aussieht. Doch, oder? Ja, voll und ganz. Ich muss heute mal hier raus. Tja, nur er war gerade mal das erste Hindernis. Ja, ich weiß, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ach so, da hinten geht's direkt raus, oder was? Ich weiß, wo will sie denn hin?
was für eine Party will sie denn gehen? Ich kaufe mir erstmal eine Soda. Dann schön Schokoriegel. Snickers. Oh, hallo Cole, Jody. Bisschen spät für einen Ausflug, hä? Ja, ich fühle mich nicht. Mir ist schlecht. Ja, mir ist schlecht. Also wollten wir nur an die frische Luft. Alles klar. Sollen wir lieber die Krankenstation anrufen? Nein. Ist nicht nötig. Cole ist ja da für mich. Also, stimmt's, Cole? Ja. Also. Was ist, Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Er ist wohl heiser. Ich glaube, es ist ein Virus oder sowas. Das ist mehr als er zu mir gesagt hat, den ganzen Tag lang. Ist hoffentlich nicht ansteckend, Kumpel. Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Wäre besser für uns alle. Tja, gut. Ciao. Jetzt geht's schon. Na, eigentlich ist das so ein Volltrottel. Tja, das erspart uns wohl die Suche nach Coles Auto. Ah. Kameras überall. Besser, ich verschwinde schnellstens von hier. Natürlich hat er einen Autoschlüssel. Jetzt ins Auto und lass den Motor an. Mich von draußen noch sehen. Müssen Sie den Kofferraum legen oder was? Oh Mann. Nicht gerade eine glamouröse Flucht, aber besser geht's nicht. Los geht's, Aiden. Sei so unauffällig, wie es geht, okay? Der ist ja schon so oft in seinem Auto gefahren. Unauffällig. Nicht einen Blick hat er gewürdigt, dem Herren. Mal sehen, ob wir da überhaupt ankommen. Hoffentlich sind wir nicht erstickt, die Jody. Nein, ihr geht's bestens. Du verzeihst mir das doch, oder? Ich bin bald zurück. Keine Sorge, ich komme schon klar. Okay, Aiden. Bring ihn in den Wald und sieh zu, dass ihm nichts passiert, ja? In den Wald. Ab in den Wald mit dir.
Wird bestimmt lustig. Moment. Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Tja, hier ist die Bar. Und die anderen müssen schon reingegangen sein. Happy Hour, Monday bis Friday. Montag bis Freitag. Na geil. Ich sehe einfach niemand, Junges. Noch keiner da. Wir warten. Wir warten. Dann gucken wir uns erstmal um. Ja, ich weiß. Nathan wird mich umbringen. Ach, glaube ich nicht. Hoffe ich auch, aber ich habe so meine Befürchtung. So wie es sonst immer endet. Könnte sein, dass es nicht gut endet. Okay, ist sonst nichts weiter. Wie alt sind Sie, Miss? 21. Ich will nur eine Limonade. Oh je. Ich traue der ganzen Sache nicht so ganz, deswegen will ich jetzt auch nicht aus der Limonade einfach so trinken. Oh, das Pferd ist ein Säcke. Bist du ein Partner? Nein. Eigentlich spiele ich lieber allein, okay? Du spielst Billard ganz allein? Zweit macht doch erst richtig Spaß. Ladies first. Nicht schlecht. Was machst du hier ganz alleine? Ja. Nichts Besonderes. Nur ein normaler Samstagabend für mich. Und meine Clique. Die Clique, die nicht da ist. Die gar nicht existiert. Willst du mich abziehen, Kleiner? Klar, wir machen das jetzt alleine. Sag mal, bist du nicht ein bisschen jung, um hier rumzuhängen? Wie alt bist du? 21. Wow, gar nicht mal übel. Wir haben ja alleine weg, sag ich doch. Wissen deine Eltern Bescheid? Ich treffe mich heimlich hier mit meinen Freunden. Oh, oh ja, deine Freunde. Die noch nicht aufgetaucht sind. Dieser perverse Sack. Hey, Pfoten weg! Komm schon, Baby, du willst es doch auch. Nein.
so klar, dass das passiert. Wer ist da? Wo bist du, scheiß Freak? Zeig dich jetzt! Komm raus, du feiges Arschloch! Scheiße! Sehr schön. Stuhl vielleicht? Ich will das Teil da oben nicht weghauen, weil das vielleicht Jody schadet. So, was soll man noch machen? Hier noch ein bisschen rum haltieren. Ja, auch den Automaten schrotten. Das ist Scheiß Altbaufränkel! Bullshit! Ja, verpisst euch doch! Verdammt! Niemand geht raus! Wir verschwinden von dir! Was soll denn was du sagen? Mach schon die verfluchte Tür auf! Sie klemmt! Scheiße! Wer sind wir? Ich brech sie auf! Fuck. Hä, hey, warum geht das jetzt nicht mehr? Komm schon auf! Schneller! Ich will die Mann töten. Auch wenn es Arschlöcher sind, die es vielleicht verdient haben. Oh, Alter! Ich kann ihn nicht erschießen, Mann. Kannst du nichts mehr raus hier? Nein. Jody! Mein Gott, was ist mit dir? Jody, was ist denn passiert? Ich wollte nur ausgehen. Und ein einziges Mal wie die anderen sein. Ich weiß. Das ist okay. Das ist okay. Angangswachen vorbeikommen. Ja, Barbesucher nicht ausspioniert. Angreifer besiegt. Aus DPA geschlichen oder geflohen. In der Bar geblieben. Angreifer entkommen. Wir hätten also einfach wieder gehen können. Wir hätten ja auch eiskalt abknallen können. Das, nee. Kannst du nicht machen. Ja, wie dem auch sei, das war's von einer weiteren Folge von Let's Play Beyond Two Souls und ja, wie es weitergehen wird, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder rein. Mir würde es helfen, mich würde es freuen. Und ja, wie dem auch sei, bis dahin. Ciao.